und mit deinem Geist. Schwestern und Brüder, mit dem Hohen Pfingstfest ist der Osterfestkreis abgeschlossen worden. Und so haben wir miteinander den 50. Tag Pentekoste gefeiert. Das Osterkreuz und die Osterkerze haben wieder ihren Platz gefunden. Und die Kirche feiert heute am Pfingstmontag seit 2018 ein besonderes Fest, das der Heilige Vater Papst Franziskus uns in den Kalender geschrieben hat. Das Fest Maria, Mutter der Kirche. Es ergibt sich natürlich auch aus dem Pfingstfest heraus. Der Maria war mit den Aposteln zusammen im Abendmahlsaal und hat dort mit den Aposteln die Herabkunft des Heiligen Geistes erlebt. Sie ist Mutter der Kirche, sie ist die Braut des Heiligen Geistes, wie wir sie in den zahlreichen Anrufungen, besonders der Laudatei immer wieder verehren. Maria ist das Urbild der Kirche, weil sie eine betende Frau ist, eine hoffende Frau, weil sie uns Christus geschenkt hat. Und so wollen wir heute an diesem Montag nach Pfingsten die Gottesmutter bitten, dass sie auch der Kirche von heute die Gaben des Heiligen Geistes erbittet, dass wir erkennen, dass sie unsere mächtige Helferin, Mutter und Fürsprecherin ist, die uns der Herr selbst im Kreuz gegeben hat und sie um ihre mütterliche Hilfe in den Herausforderungen der Kirche unserer Tage anrufen. Herr Jesus Christus, du Sohn der Jungfrau Maria, weil ich
und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium Jesu Christi nach Johannes. Ehre sei dir, Herr.
Der Herr nimmt das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Herr, nimm unsere Gaben an, mache sie zum Sakrament des Heils. Entzünde durch seine Kraft die Liebe der seligen Jungfrau Maria, der Mutter der Kirche, in uns das Feuer deiner Liebe, damit wir vereint mit Maria dem Werk der Erlösung dienen, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist das würdig und recht. Ihr Herr, mein Vater, immer und überall zu danken, denn du hast Großes getan an der seligen Jungfrau Maria. In ihrem unbefleckten Herzen und ihrem jungfräulichen Schoß hat sie dein Wort empfangen, und da sie den Schöpfer gewahr, der Kirche ihren Ursprung gegeben. Unter dem Kreuz empfing sie das Vermächtnis seiner Liebe und nahm alle Menschen an als ihre Kinder, die durch Christi Tod zum ewigen Leben geboren sind. Mit den Aposteln erwartete sie den verheißenen Tröster und vereinte mit der Bitte der Jünger ihr Gebet als Vorbild deiner betenden Kirche. In der Herrlichkeit des Engels bleibt sie der betenden Kirche eine liebende Mutter und beschützt unseren Weg zur ewigen Heimat, bis der herrliche Tag Christi hereinbricht. Durch ihn rühmen die Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen wir aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat.
Natur verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes und verkünden sein Heil in den Zeilen, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt erwartet seine Wiederkunft. So bringen wir dir und Dank dieses heilige und lebendige Opfer nach. Schau gütig auf die Gabe der Mönche, denn sie stellte dir das Opfer auf, das geopfert wurde und uns an deinem Willen in ihr versucht. Stärke uns mit dem Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er macht uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen werden aus der Welt, wie der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria, ihrem Bräutigam, dem Heiligen Josef, mit einem Apostel und Märtyrer, unseren Namenspatronen, Heiligen Jakobus und Egyptius und den allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir wirken. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf dem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deine Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof, die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakonen, die alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, das ganze Volk an deine Brust. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die Frauen sind. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit, mit ihnen, das auch uns für den verheißen hast, zu Tische sitzen mit deinem. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und mit ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. In Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du hast zu deinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, deshalb bitte ich. Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke dir nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Frieden des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste.
überlebt, dass du ein bist in der Welt kam. Aber sprich nur ein Wort, so wird mein Seele. Selig bist du, Maria, voller Gnade, du Mutter und Jungfrau. Als Vorbild des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, leuchtest du der Kirche voran.
der